Das ist so ein Klassiker, von dem Sie vielleicht sogar schon mal gehört haben, die Geschichte von Hilberts Hotel. Das ist benannt nach David Hilbert, das ist ein berühmter deutscher Mathematiker, der so Anfang des 20. Jahrhunderts hauptsächlich tätig war. Der soll zum ersten Mal diese Idee mit diesem Hotel gehabt haben, um bestimmte Phänomene der Unendlichkeit erklären zu können. Hilberts Hotel sieht folgendermaßen aus. Wenn Sie vor diesem Hotel davor stehen, dann ist das ein ganz normales Hotel mit einem Eingang und ein paar Fenstern. Und da vorne steht dann halt Hotel Hilbert drauf. Wenn Sie aber von der Seite auf dieses Hotel raufgucken, dann sieht das so aus, hier vorne ist das Hauptgebäude. Da ist so der Speisesaal drin und das Foyer und so, also hier würden Sie reingehen in das Hotel. Aber dahinter ist dann der Trakt, in dem die ganzen Gästezimmer sind. Und dieser Trakt sieht so aus, hier haben Sie, also das ist so ein großer Flur, und da ist dann hier das Gästezimmer 1, das ist das Zimmer mit der Nummer 2, hier ist das Zimmer mit der Nummer 3 und 4 und 5 und so weiter. Und das Entscheidende ist, bei Hilberts Hotel bedeutet und so weiter wirklich und so weiter. Also dieser Flur mit Zimmern hört nie auf. Zu jeder Zahl, die Sie sich vorstellen können, zu jeder ganzen Zahl, zu jeder natürlichen Zahl, die Sie sich vorstellen können, gibt es ein Zimmer mit dieser Nummer. Irgendwo, wenn Sie weitergehen, kommt das Zimmer 42 und wenn Sie noch viel weitergehen, kommt das Zimmer 1 Million und wenn Sie noch viel weitergehen, kommt das Zimmer 1 Milliarde und es hört nicht auf. Das ist das Besondere an Hilberts Hotel. So, und jetzt hat Herr Hilbert gesagt, stellen Sie sich Folgendes vor. Sie kommen zu einem wichtigen, zum Beispiel Schäferkongress in die Stadt und wollen da gerne dran teilnehmen. Das einzige Hotel in der Stadt, was es gibt, ist Hilberts Hotel und Sie gehen zum Portier und sagen, ich möchte gerne ein Zimmer haben. Und der Portier sagt Ihnen, leider sind alle Zimmer belegt. Und dann wollen Sie eigentlich schon umdrehen und sagen, schade, Pech gehabt. Und das ist genau das, was Ihnen bei einem endlichen Hotel passieren würde. Sie müssten wieder nach Hause gehen, aber in Hilberts Hotel ist das nicht nötig. Der Portier sagt, nee, warten Sie mal, ich habe eine Idee. Wir machen Folgendes. Wir sagen dem Gast in Zimmer 1, er soll in Zimmer 2 umziehen. Und dem Gast in Zimmer 2 sagen wir, er soll in Zimmer 3 umziehen. Und dem Gast in Zimmer 4 sagen wir, er soll in Zimmer 5 umziehen. Und dem Gast in Zimmer 100 sagen wir, er soll in Zimmer 101 umziehen. Das heißt, wir sagen jedem der Gäste über die Gegensprechanlage, Achtung, wenn Sie sich jetzt in Ihrem Zimmer befinden, gehen Sie bitte ein Zimmer weiter. Und nachdem das passiert ist, haben immer noch alle Gäste, die vorher ein Zimmer gehabt haben, ein Zimmer. Weil natürlich für jede Zahl es ja noch eine gibt, die dahinter kommt. Also wenn Sie vorher in dem Zimmer 999 waren, sind Sie danach im Zimmer 1000. Aber das Schöne ist nach dieser Aktion, dass Zimmer 1 jetzt ja frei ist. Der ist ja umgezogen, der Typ, der da drin war. Also kann ich in Zimmer 1 einziehen und am nächsten Tag zu dem Schäferkongress gehen. Also ganz wichtig, es gibt kein letztes Zimmer. Das ist dieses Punkt, Punkt, Punkt hier. Das müsste ja irgendeine Nummer haben. Und wenn, sagen Sie mir die Nummer vom letzten Zimmer, dann zähle ich eins dazu. Das ist auch ein Zimmer. Es gibt kein letztes Zimmer. Und es ist kein Zimmer frei gewesen. Es waren alle belegt. Darum konnte er nicht in irgendein freies Zimmer gehen. Damit alle Zimmer besetzt sind, muss es eine unendliche Anzahl von Gästen geben, natürlich. Das ist natürlich die Voraussetzung. Also, Sie haben unendlich viele Zimmer, also müssen Sie auch unendlich viele Gäste haben. Sonst kann das Hotel nicht ausgebucht sein. Also das war vielleicht der Haken, den Sie dabei aber der Sache hatten. Stellen Sie sich vor, am Anfang haben die Gäste alle eine Nummer auf ihrem Sweatshirt gehabt. Und am Anfang ist das so gewesen, dass jeder Gast in dem Zimmer war, das der Nummer auf seinem Sweatshirt entsprach. Also wir haben den Gast mit der Nummer 1 und der ist im Zimmer mit der Nummer 1. Und dann haben wir den Gast mit der Nummer 2 und der ist im Zimmer mit der Nummer 2. Und dann irgendwann viel später haben wir den Gast mit der Nummer... Das denken Sie. Den Gast mit der Nummer 101 und der ist im Zimmer mit der 101 und so weiter. Das ist die Situation, bevor ich komme, bevor ich sage, ich möchte ein Zimmer haben. Das ganze Hotel ist belegt und damit wir uns vorstellen können, wo welche Gäste sind, stellen wir uns vor, der Gast mit der Nummer N ist im Zimmer mit der Nummer N. Dann haben wir eine ganz klare Zuordnung. Dann ist es auch für die Gäste leichter, wenn die zum Beispiel abends betrunken ins Hotel kommen, müssen sie nur auf ihr Sweatshirt gucken, dann wissen sie, in welches Zimmer sie gehen müssen. Ja? Und jetzt sagt aber der Portier Ihnen über die Gegensprechanlage, schauen Sie auf Ihr Sweatshirt, nehmen Sie die Nummer, die da drauf steht, zählen Sie zu dieser Nummer 1 dazu und gehen Sie in das Zimmer, was Sie als Ergebnis bekommen. Das heißt, dieser Gast hier mit der Nummer 1, der muss nach der großen Umzugsaktion
der hat eins auf seinem Sweatshirt stehen, ins Zimmer Nummer 2 gehen. Und der Gast, der auf seinem Sweatshirt die Nummer 2 drauf hatte, der muss ins Zimmer Nummer 3 gehen. Und dieser Gast hier, der auf seinem Sweatshirt die 101 drauf hatte, der muss ins Zimmer 102 gehen. Ja? Und jetzt sind natürlich nach wie vor alle Gäste schön in Zimmern drin. Keiner muss frieren und draußen schlafen. Aber es ist kein Gast mehr im Zimmer Nummer 1 drin. Das ist leer. Und da können wir jetzt den neuen Gast reinstecken. Ein Gedanke, den viele Leute haben, wenn sie sich unendliche Mengen vorstellen, ist, dass es irgendwo aufhört. Und der Witz von unendlichen Mengen ist halt eben gerade, dass sie nicht aufhören. Also die Vorstellung, die viele Leute haben, ist, ich fange an zu zählen. Ich stelle mir hier die Zahlen gerade vor. 1, 2, 3, 4 und das geht immer weiter. Und irgendwo hier hinten kommt eine Zahl, die sieht aus wie so eine umgekippte 8. Und da ist dann vorbei. Da laufe ich gegen so eine Wand. Aber der Witz der Unendlichkeit ist gerade, dass es nicht vorbei ist. Ja? Es gibt diese Zahl hier hinten nicht. Hier ist kein Ende, sondern es geht immer weiter. Das ist das Entscheidende. Ja? Worauf es hinausläuft, was man quasi so informell formulieren könnte, ist, dass sozusagen unendlich plus 1 gleich unendlich ist. Und genau so ist es. Ich will das mal eben, bevor wir weitermachen, formalisieren, was hier passiert ist. Das, was der Portier den Gästen gesagt hat, ist Folgendes, wenn man das als mathematisch formell hinschreibt. Er hat ja gesagt, jeder, der in einem bestimmten Zimmer ist, soll ein Zimmer weiterrücken. Sie können sich das also so vorstellen, jeder, der im Zimmer n ist, soll in das Zimmer n plus 1 gehen. Und jetzt haben wir hier leider einen kleinen Haken bei der Sache. Ach nee, ich mache es mal ganz simpel. Ich mache hier ein Plus hin. Wir haben ja die Zimmernummer, die habe ich mit 1 angefangen. Eigentlich hätte ich mit der Zimmernummer 0 anfangen müssen, weil die natürlichen Zahlen bei uns ja mit der 0 anfangen. Also reparieren wir das so. Wenn Sie sich diese Funktion hier anschauen, dann ist das eine Abbildung, die offensichtlich injektiv ist. Und wenn ich die richtige Zielmenge hinschreibe, ist sie auch bijektiv. Wenn ich hier hinschreibe, was überhaupt getroffen werden kann, welche Elemente werden getroffen? Nicht alle, die in dieser Menge n plus drin sind, sondern eins wird nicht getroffen. Genau, das erste Element wird ja nicht getroffen. Also hier liegt dieser Fall vor. Diese Abbildung, die n auf n plus 1 abbildet, bildet bijektiv die Menge n plus auf die Menge n plus ohne dieses eine Element ab. Wenn Sie sich das als Bild hinmalen, dann haben Sie Folgendes. Sie haben hier die Menge n plus. Da sind die Zahlen drin, 1, 2, 3 und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier haben Sie die Menge n plus ohne die 1. Das heißt, das ist diese Menge, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Und hier geht es unendlich weiter. Und wenn ich jetzt wie bei den Schafen zwischen diesen beiden Mengen eine bijektive Abbildung bauen will, dann könnte ich natürlich zuerst sagen, ich mache es mir ganz einfach und mache immer Pfeile zwischen denen, die dieselbe Nummer haben. Das kann ich zwar machen, dann weiß ich aber nicht, wo dieser Pfeil hier hingehen soll. Das würde nicht funktionieren. Ja? Darum mache ich das anders. Und zwar so, wie es hier steht. Ich bilde jedes Element ab auf den einen weiter. Das heißt, die Pfeile, die ich eigentlich male, sind diese hier. Und wenn ich das so mache, dann habe ich durch diese Abbildung zwischen den beiden Mengen hier eine bijektive Abbildung hinbekommen. Und das ist genau das, was wir gerade eben definiert haben. Wir haben gesagt, dann würden wir sagen, diese beiden Mengen sind gleichmächtig. Also nach unserer Vorstellung heißt das, diese beiden Mengen sind gleich groß. Wir würden also schreiben, dass in diesen beiden Mengen im gewissen Sinne die gleiche Anzahl von Elementen drin ist. Und das ist natürlich ist das nicht intuitiv, da muss man erstmal mit klarkommen, weil einerseits natürlich klar ist, dass im gewissen Sinne in dieser Menge weniger drin ist, ich habe ja eins rausgenommen, ja. Andererseits kann ich die beiden aber schön brav wie an einer Perlenschnur miteinander verbinden, das heißt nach unserer Vorstellung mit den Schafen müsste man sagen, diese beiden Mengen sind gleich groß, weil ich die ja verbinden kann durch so eine Bijektion, ja. Welchen Unterschied macht das denn jetzt, ob ich in dem Bild jetzt die 8 allein stehen habe oder die 1?
Das macht keinen. Das war ja die Frage, die hier eben schon kam. Also wenn ich sage, ein bestimmter Gast möchte in seinem Zimmer bleiben, dann sage ich, erst alle ab diesem Zimmer müssen umziehen. Das ist kein Problem. Aber weil Sie sagten eben, wenn man die 2,2 Meter und die 3,3 Meter verbindet, wüsste ich ja nicht, wo ich die einzelnen verbinde. Nee, das wäre die falsche Objektion. Die Abbildung muss schon so aussehen. Es muss jeder hier oben mit jedem hier unten verbunden werden. Es muss eine eindeutige injektive und surjektive Abbildung geben. Und wenn ich die eins hier rumbaumeln lasse und die keinen Partner findet, dann geht's nicht. Okay. Das, was Sie eben meinten, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in Zimmer 8 bleiben, nehmen wir das. Darf ich statt 8 3 nehmen, dann muss ich nicht so viel malen. Wenn jetzt zum Beispiel der Gast in Zimmer 3 in seinem Zimmer bleiben will, dann würden wir das folgendermaßen machen. Das sind die Zimmer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das sind nochmal dieselben Zimmer. Und jetzt sagen Sie, der Portier sagt jetzt Folgendes. Der Gast 3 will in seinem Zimmer bleiben. Deswegen lassen wir den Gast 2 auch in seinem Zimmer und den Gast 1 lassen wir auch in seinem Zimmer. Aber den Gast in 4, den lassen wir jetzt in 5 umziehen. Und den in 5 lassen wir in 6 umziehen und so weiter. Dann haben Sie genau wie vorher ein freies Zimmer für den neuen Gast. Das ist wie eben. Sie haben ein Element rausgenommen und trotzdem sind im gewissen Sinne gleich viele in beiden Mengen drin, weil Sie eine Bijektion zwischen den beiden angeben können. Es ist egal, ob Sie die 1 rausnehmen, so wie hier, oder ob Sie die 4 rausnehmen. Also Sie können das so interpretieren, wenn ich da als Gast ankomme, dann bekomme ich nicht nur ein Zimmer, ich kann mir sogar aussuchen, welches ich haben will. Und die anderen Gäste werden dann entsprechend verschoben. Wenn ich sage, ich möchte Zimmer 42 haben, dann können die Gäste in den Zimmern 1 bis 41 in ihren Zimmern bleiben und die ab 42 müssen alle einen weiterrücken. Dann ist Zimmer 42 frei geworden. Ist doch toll, das Hotel. Ja, die anderen Gäste haben ein bisschen... Man muss in diesem Zimmer öfter mal umziehen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber... Sie hatten sich noch gemeldet eben? Nee? Ach so, ist also aus. So weit, so gut. Was ich aber beim ersten Mal vergessen hatte, dem Portier zu sagen, ist, dass meine Frau auch dabei ist. Wir brauchen eigentlich zwei Zimmer, weil meine Frau nämlich schnarcht und darum wir nicht in einem Zimmer übernachten möchten. Ist es auch möglich, dass man irgendwie zwei Zimmer freiräumt? Da müssen natürlich einfach alle zwei vorrücken. Ja? Also ich kann das nochmal kurz hinmalen, aber wenn Sie das mit der 1 verstanden haben, dann haben Sie es auch mit der 2 verstanden. Sie können sich auch so vorstellen, nachdem ich gekommen bin, kommt noch ein anderer Gast. Und der findet natürlich dieselbe Situation vor wie ich. Der kommt auch an und das Hotel ist voll. Und da kann man das gleiche Spielchen wieder machen. Man hätte aber auch gleich von Anfang an alle Leute zwei Zimmer weiterschicken können. Also das würde dann so aussehen, dass Sie hier die ursprünglichen Hotelzimmer haben. Und die Verteilung, die Sie machen, ist dann die folgende, dass Sie sagen, der hier, der in Zimmer 1 ist, der muss umziehen in Zimmer 3. Der in Zimmer 2 ist, muss umziehen in Zimmer 4. Der in Zimmer 3 ist, muss umziehen in Zimmer 5 und so weiter. Und danach haben Sie dann zwei freie Zimmer. Und alle anderen sind aber nach wie vor glücklich, weil Sie alle noch ein Zimmer haben. Sie mussten nur zwei Zimmer weitergehen. Ja? Das heißt, wenn wir von einer endlichen Menge eine endliche Menge abziehen, dann ist diese immer noch unendlich. Genau. Ja. Aber was mich daran stört, ist, wenn wir jetzt eine andere unendliche Menge davon abziehen, würde das doch bedeuten, dass sie immer noch die gleiche Mächtigkeit besitzen. Oder? Das kommt noch und die Antwort ist mal ja, mal nein. Also wir werden gleich sehen, dass man im gewissen Sinne sagen kann, unendlich plus unendlich ist unendlich. Daraus kann man aber nicht folgern, was unendlich minus unendlich sozusagen ist. Also das ist alles schon relativ kompliziert. Und wir tasten uns so langsam ran. Aber die nächste Frage, also die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, hätte ich sowieso gestellt. Die nächste Frage ist nämlich jetzt, wenn es unendliche Hotels gibt, dann gibt es auch unendlich große Fußballmannschaften. Jetzt kommt also in dieses Hotel, was wie immer ausgebucht ist, das Hotel ist immer ausgebucht, kommt eine unendliche Fußballmannschaft. Fußballmannschaft können wir uns auch ganz leicht vorstellen. Die haben alle Trikots, auf denen ihre Spielernummern draufstehen und die Trikots sind durchnummeriert 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also wir haben jetzt hier unser Hotel, dann haben wir hier die Zimmernummern, das kennen wir ja schon und jetzt kommt dieser Bus an, das ist ein ziemlich langer Bus und da sind diese ganzen Fußballspieler drin,
Ich muss jetzt mal so ein bisschen einfache Skizzen machen. Das ist der Torwart hier mit der 1, 2, 3. Bitte? Kannst du dem Torwart wenigstens Arme malen? Ja, okay. Dann sollen auch alle Arme haben. So, und jetzt sage ich Ihnen gleich vorweg, der Portier wird auch für dieses Problem eine Lösung finden. Also obwohl das Hotel voll besetzt ist, werden alle ein Zimmer bekommen. Allerdings, Sie haben jetzt vielleicht eine Idee im Kopf, die auf den ersten Blick so aussieht, als könnte sie funktionieren. Die will ich Ihnen aber gleich mal ausreden. Ich habe ja eben gesagt, wenn Sie zum Beispiel drei Gäste haben, die nacheinander kommen, dann können Sie die Leute in den Zimmern dreimal umziehen lassen. Dann haben Sie drei Plätze freigemacht. Jetzt könnten Sie sagen, dann lasse ich die doch einfach unendlich oft umziehen. Aber das geht natürlich nicht, weil dann der Bus unendlich lange warten muss. Das ist keine gute Idee. Ja? Also was Sie wollen, was ich von Ihnen möchte, ist, ich möchte wissen, was die Durchsage des Portiers ist. Der muss jetzt ja den Leuten, die alle schon in ihren Zimmern sind, sagen, wo sie hingehen sollen. Und zwar sollen die alle nur einmal umziehen. Jeder Gast soll nur einmal umziehen. Und danach sollen unendlich viele Zimmer frei sein, aber die Gäste, die vorher ein Zimmer hatten, sollen alle immer noch ein Zimmer behalten haben. Genau. Also Sie haben diese Gäste hier, die sind ja jetzt in irgendwelchen Zimmernummern drin und der Portier sagt Ihnen, schauen Sie sich Ihre Zimmernummer an, multiplizieren Sie diese Zimmernummer mit 2 und gehen Sie in das Zimmer. Das bedeutet, der Gast, der vorher zum Beispiel in Zimmer Nummer 1 war, der muss jetzt in Zimmer Nummer 2 gehen. Und der Gast, der in Zimmer Nummer 2 war, der muss in Zimmer Nummer 4 gehen. Und der Gast, der in Zimmer Nummer 4 war, 5, 6, 7, 8, der muss in Zimmer Nummer 8 gehen. Ja? Und der Gast, der in Zimmer Nummer 3 war, der muss in Zimmer Nummer 6 gehen. Was haben wir dann? Erstmal haben wir natürlich nach wie vor dafür gesorgt, das wollen wir ja auch nicht, dass nicht auf einmal zwei Gäste in einem Zimmer sind. Durch dieses Multiplizieren, das ist das, was wir Injektivität genannt haben, haben wir dafür gesorgt, dass trotzdem jeder Gast, der vorher allein in seinem Zimmer war, danach auch alleine ist. Was wir jetzt aber auch erreicht haben, denken Sie mal kurz nach, ist... Jetzt sind ja alle ungeraden Zimmer frei. Genau, jetzt sind nämlich alle Zimmer, die eine ungerade Zimmerzahl haben, frei. In dem Zimmer mit der 1 ist kein Mensch mehr drin. Und im Zimmer mit der 3 ist auch keiner mehr drin. Und im Zimmer mit der 5 ist auch kein Gast mehr. Und im Zimmer mit der 7 auch nicht und so weiter. Sie haben jetzt also unendlich viele freie Zimmer. Und da können Sie jetzt Ihre Fußballmannschaft reinschicken. Der Torwart kommt hier rein. Und der mit der Nummer 2 kommt hier rein. Der mit der Nummer 3 kommt hier rein. Der mit der 4 kommt hier rein und so weiter. Und dem entspricht natürlich auch wieder eine Abbildung. Wir machen das ganze Jahr um uns... Gedanken zu machen über Mächtigkeit von Mengen. Was wir hier jetzt betrachtet haben, ist die Menge der geraden Zahlen. Die könnte man zum Beispiel so schreiben, die Menge aller 2n, n aus n. Schreibt man manchmal auch so einfach als abkürzende Schreibweise 2 mal n. Das ist nichts weiter als die Menge der geraden Zahlen. Also Menge der geraden natürlichen Zahlen. Also die Menge 0, 2, 4, 6, 8 und so weiter. Und wir haben uns gerade die folgende Abbildung überlegt. F ist die Abbildung, die n abbildet auf diese Menge der geraden Zahlen, indem ich jede Zahl einfach mit 2 multipliziere. Was Sie dann erhalten, ist wieder eine bijektive Abbildung von dieser Menge auf diese Menge. Wenn ich zwei verschiedene Zahlen nehme, da sind natürlich... Diese beiden Zahlen multipliziert mit 2, auch wieder 2 verschiedene Zahlen. Und jede gerade Zahl wird natürlich logischerweise getroffen. Das ist ja gerade die Definition von geraden Zahlen. Das ist eine bijektive Abbildung. Das bedeutet, nach unserer Definition vom Anfang, die Menge der natürlichen Zahlen und die Menge der geraden Zahlen sind gleichmächtig. Das heißt, nach unserer Vorstellung sind die gleich groß. Die haben im gewissen Sinne die gleiche Anzahl von Elementen. Und jetzt können Sie natürlich überlegen, das Gleiche gilt natürlich auch für die Menge der ungeraden Zahlen, das mache ich vielleicht auch mal, um sich klarzumachen, was da passiert. Das ist ja jetzt, die Menge der ungeraden Zahlen sind die Zimmer, in denen die Fußballmannschaft landet. Das wäre diese Menge, die schreibe ich mal so auf, 1, 3, 5, 7 und so weiter. Die könnte man auch so schreiben, das ist die Menge 2n plus 1, die man so erreicht. Und das, was der Portier den Spielern aus der Fußballmannschaft sagt, ist das folgende. Nehmt eure Trikotnummer
multipliziert eure Trikotnummer mit 2 und dann zählt 1 dazu. Das ist das Zimmer, in das ihr kommt. Wobei wir jetzt bei dieser Abbildung davon ausgegangen sind, dass der Torwart die 0 auf seinem Trikot hat und nicht die 1. Aber das ist jetzt nur so ein... Man möchte natürlich als Spieler nicht unbedingt eine 0 auf dem Trikot haben, aber rein technisch ist das hübscher so. Das ist auch eine bijektive Abbildung. Das heißt, auch die Menge der ungeraden Zahlen ist von gleicher Größe bzw. von gleicher Mächtigkeit wie die Menge der natürlichen Zahlen. Und jetzt kommt das, was Sie eben schon gesagt haben. Das bedeutet im Prinzip, aber vergessen Sie es gleich wieder, man kann sich das so vorstellen wie unendlich plus unendlich ist unendlich. Ich nehme 2 unendliche Mengen, die Menge der geraden Zahlen und die Menge der ungeraden Zahlen, werfe die zusammen in einen Topf und was rauskommt, ist eine Menge, die eigentlich nicht größer ist. Die ist genauso groß wie vorher. Das ist schon seltsam. Aber es wird gleich noch seltsamer.